Hier sind wir wieder bei PlaySample und heute bauen wir in unserer Minecraft-Welt einen Dönerladen. Das wurde ja öfter schon mal gefragt. Bau mal einen Dönerladen. Wie ich schon sagte, mal was Kleines, ne? Nicht immer riesig groß. Und dafür bauen wir jetzt neben unserem Apple Store den Dönerladen. Natürlich bauen wir nicht so einen alten Dönerladen 1990, so stylmäßig wie so eine Frittenbude. Wir machen daraus natürlich so ein Mac-Döner machen wir daraus. Das heißt, wir suchen uns aus. Ich mache das jetzt hier neben unserer Schule, wie ich schon sagte, neben Apple Store. Jetzt benutzen wir einmal einen Schlammziegel und jetzt bauen wir als erstes den Vordereingang von unserem Mac-Döner. Das heißt, hier in diese Richtung. Ich habe ja hier genug Platz. Später zeige ich euch noch das Maß insgesamt. Und dann fangen wir einmal an. Wir machen jetzt einmal hier den ersten. Und dann einmal nach rechts 15 Block. 1, 2, 3, 4, 14, 15. So, das ist der Vordereingang. Dann werden wir einmal in die Ecke. 1, 2, 3. Auf der anderen Seite das gleiche. 1, 2, 3. Dann haben wir einmal so einen Winkel. Drehen wir uns einmal so rum. Wir nehmen einmal graue Keramik. Wir machen jetzt einen Block dorthin. Und natürlich auf der anderen Seite genauso. Dann ziehen wir beide Seiten in die Länge. Das heißt, das ist der erste, zweite, dritte. Und das werden dann insgesamt 18. 17, 18. Jetzt legen wir die Breite fest. Das wäre dann einmal 21. Das heißt, von der Seite wird dieser Block mitgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20 und die 21. Nachdem wir den Winkel hier gebaut haben, können wir dann einfach die Blöcke miteinander verbinden. Das heißt jetzt hier von der Ecke aus in die Länge ziehen. Dann von hier aus den Block nach unten. Jetzt werden wir den Umriss in die Höhe bauen. Bevor wir das machen, nehmen wir noch einmal den Schlammziegel. Dann werden wir diesen einmal hier in die Ecke machen und einmal dort in die Ecke. Und jetzt werden wir das ganze Gebäude 20 Block in die Höhe bauen. Jetzt werden wir an den Außenecken einmal mit dem Schlammziegel hier einen Block hinmachen. Den davor und dann einmal wieder um die Ecke. Dann haben wir hier einmal einen Dreier. Den bauen wir jetzt komplett hoch. Und fertig ist die erste Außenkante. Nach diesem Muster bauen wir die drei anderen genauso. Jetzt gehen wir einmal hier zum Vordereingang. Wir nehmen einmal die Scheibe eurer Wahl. Ich nehme jetzt natürlich wieder Türkis. Das ist immer Geschmackssache. Wir gehen einmal hier in die Ecke. Dann von der Ecke aus diagonal einen Block rausschlagen. Erste, zweite, dritte. Dann ziehen wir die Reihe von hier nach hinten bis hier zu der Wand. Auch hier wieder ein Block sichtbar. Die beiden weg. Eins, zwei, drei. Dann können wir einmal das komplett ausbauen. Und dann werden wir hier einmal, wie ich schon sagte, die Scheibe eurer Wahl. Ich nehme Türkis. Kann sich auch eventuell noch ändern. Ich weiß es noch nicht. Und so sieht jetzt einmal unsere Scheibe aus. Ich werde nachher, wie ich schon sagte, ist ja immer Geschmackssache. Ich nehme doch lieber weiß, weil das ist doch ein bisschen zu dunkel. So, das Fenster, was wir hier gebastelt haben, bauen wir natürlich da auch. Tada! Und wir haben beide Seiten Glas drin. Wie ich schon sagte, ich nehme lieber weiß. Ich habe das einmal jetzt hier so, weiß und einmal Türkis. Und Türkis finde ich doch ein bisschen dunkel. Also, wir machen weiß. Jetzt werden wir jeweils auf der Seite und gegenüberliegend auch einmal ein Glas reinbauen. Das heißt auch hier wieder diagonal. 1, 2, 3. Dann einmal so entlang. Ein freilassen. 1, 2, 3. Und die nächste Scheibe. Tada! Wir nehmen jetzt eine Akazienstufe und werden jetzt einmal hier hinten unter dem Fenster. Da ist ein Block. Und dann machen wir genau da, wo der Block ist, hier unten drunter. Einmal eine Stufe hin, das heißt hier sieht man noch den halben Block. Dann ziehen wir das einmal von Pfeiler zu Pfeiler. So, jetzt machen wir da noch drei Stufen unten drunter. Das bedeutet, hier ist der ganze. Dann machen wir hier einen drunter, dann haben wir hier einen halben. So, dann geht das so weiter. Hier ist der ganze. Hier einen drunter, wieder der halbe.
dann hier ein ganzer, darunter auch ein halber und auch das ziehen wir jetzt komplett von Pfeiler zu Pfeiler. Und so sieht unser Musterstück aus. Jetzt werden wir einmal die Stufen, die wir jetzt hier hingebastelt haben, einmal so weiterführen, das heißt einmal von hier aus komplett einmal um das Gebäude herum. Jetzt werden wir an der Vorderseite die ersten Fenster reinbasteln. Das heißt, wir nehmen einmal wieder unsere Scheibe. Dann werden wir hier erste Block, zweite Block und ab dem dritten Block fängt das Fenster an. Das heißt jetzt hier, das ist der Rahmen und dann 1, 2, 3, 4. Dann ein Block sichtbar, der Rahmen, 1, 2, 3, 4. Ein Block, 1, 2, 3, 4, ein Block. Dann werden die Fenster 8 Block in die Höhe gebaut. Das heißt jetzt hier 8 Block. Das wäre einmal bis hier. Einmal so entlang. Die Mitte raus. 8 Block Fenster. Dann die beiden anderen. Dann das Glas rein. Jetzt haben wir unsere Musterscheibe fertig. Und das gleiche bauen wir natürlich wieder auf der rechten Seite genauso. Tada! Und wir haben beide Fensterseiten fertig. Jetzt gehen wir einmal hier zu der Seite und auch hier wieder, was wir hier rein basteln, baut ihr natürlich auf der anderen Seite wieder selber. Hier machen wir folgendes, erste, zweite, dritte, dann Block raus, das ist hier wieder der Rahmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann gehen wir nach hinten, auch hier wieder, das ist der Rahmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann haben wir hier ein Dreier. Auch hier die Scheiben wieder 8 Block in die Höhe. Und das ist der achte. Dann einmal hier entlang. Dann brauchen wir einfach nur hier von dort nach oben. Dann die Mitte wieder weg. Dann das Glas. Beide Seiten Scheiben drin. Hinten einmal das Holz. Jetzt kommt der Boden rein. Auch hier wieder. Jeder darf bauen, wie er will. Ich nehme jetzt einen Tonblock. Und der wird einmal direkt in das Gebäude hineingebastelt. Jetzt nehmen wir die Schlammziegelstufe. Wir gehen jetzt einmal hier zu der Kante. Dort werden wir einmal die Schlammziegelstufe oben entlang bauen. So, dann sieht man noch die Hälfte vom Braun. Dann werden wir das gleiche auch hier unten machen. Das heißt, hier ist der ganze. Und genau da oben drüber ziehen wir einmal diese Linie. Dann ziehen wir hier vorne einmal das so entlang. Jeweils immer da, wo jetzt hier der Pfeiler ist. Da machen wir jetzt hier einen ganzen Block hin. So. Dann einmal hier, einmal dort und genau dort auch. So, dann nehmen wir jetzt einmal unsere Granitstufe, die kommt da drauf. Dann die Laterne, das machen wir jetzt an jeden Sockel. Das heißt hier einmal die Mauer, Laterne und dann nehmen wir einmal Tropenbaumblätter. Die bauen wir einmal dazwischen. Jetzt haben wir hier einmal so einen Vorgarten. Das gleiche machen wir hier auf der anderen Seite genauso. Das heißt, wir machen die Stufe einmal so davor. Dann geht hier so weiter. Und dann einmal nach hinten. So. Genau bis dort. Dann wieder gleiche Prinzip. Da dürft ihr euch ja natürlich aussuchen, wo ihr dann am besten die Laternen hinmacht. Erstmal mache ich die hier vorne hin. Und dann hier ist ja auch die Mitte. Das heißt, ich mache jetzt hier drei Stück hin. Aber wie ich schon sagte, jeder kann bauen, wie er will. Jetzt einmal die Stufen. Beziehungsweise die Mauern, Laternen, Tropenbaumblätter. Das habe ich hier natürlich schon fertig gehabt. Einmal so und einmal so. Den Boden eurer Wahl. Ich habe hier einmal Polete Dorit. Dann gehe ich hier einmal zum Eingang. Dort werde ich jetzt einmal, würde ich sagen, eine Fünferreihe. 1, 2, 3, 4, 5. Oder wir gehen noch ein bisschen weiter. 10. So, das ist jetzt einmal der Fußboden oder der Bodenbereich, das heißt hier auch einmal komplett so entlang bauen. Wir machen das jetzt einmal nur bis in die Ecke, was ihr dann hier baut, das ist euch dann wieder überlassen. So, dann ziehe ich das einmal so entlang und dann bauen wir hier diesen Bereich komplett einmal mit dem Boden aus. Nachdem wir den Boden reingebastelt haben, wie schon sagte, ihr könnt ihn da reinbauen. Die Breite ist egal, wie ihr wollt. Ich habe jetzt nur ein Grundmaß angegeben. Dann nehmen wir noch einmal hier unsere Schlammziegelstufe, die kommt nämlich auch hier auf der Seite oben entlang und natürlich hier auf der hinteren
Wand natürlich auch. Wir nehmen jetzt den Schlammziegel. Wir gehen jetzt einmal zum Vordereingang. Dann einmal hier hinten. Da werden wir jetzt noch einmal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke nach vorne machen. Dann die Linie so entlang ziehen. Dann von der Ecke einmal verbinden wieder. Jetzt werden wir das Rechteck am Vordereingang 5 Block in die Höhe bauen. Fünf Block in die Höhe gebaut, dann nehmen wir graue Keramik. Die bauen wir jetzt einmal auf der Schlammstufe oben drauf, so. Und das bauen wir jetzt komplett einmal um das Gebäude herum. Jetzt machen wir hier vorne mit der grauen Keramik eine Umrandung. So, einmal um den Schleimblock herum. Wir nehmen Keramik Türkis, dann werden wir einmal von hier aus die Keramik reinbasteln. Nach dem Dachausbau gehen wir hier vorne hin. Da werden wir jetzt einmal in die Ecke. Erster Block, zweiter Block, dann den dritten. Schlagen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke raus. Dann bauen wir die in die Höhe. Das heißt einmal 1, 2, 3, 4. Insgesamt sind es 5. Dann schlagen wir das einmal hier so weg. Wir nehmen dann graue Keramik, die machen wir einmal dorthin, einmal da, ziehen das nach oben. Und dann sehen wir, warte, was haben wir? 1, 2, 3, 4. Wir machen noch einen fünften daraus, das heißt jetzt einmal so. Dann einmal verbinden. Ihr nehmt die Treppe eurer Wahl, die machen wir jetzt einmal hier vor. Dann werden wir einmal in die Ecke, 1, 2, 3. Dann einmal hier rausschlagen. Wegschlagen. Einer bleibt sichtbar. Dann genauso hoch wie die Tür. Das heißt, erste, zweite, dritte, vierte. Einmal so entlang. Einmal runter. Den Rest weg. Weiße Glasscheibe rein. Jetzt nehmen wir die graue Keramik. Dann werden wir jetzt über den Eingang. Der bleibt sichtbar. Einmal graue Keramik. So entlang. Einmal so entlang. Dann nach vorne. Eins, zwei, drei. Dann einmal hier verbinden. Die Ecke einmal, so, so, dann die Außenecken einmal runter bis auf den Boden. Jetzt, wenn wir einmal zum Eingang gehen, da nehmen wir jetzt einmal eine Eichentür oder wie ich schon sagte, die Tür eurer Wahl, so. Dann einmal graue Keramik, einmal so, dann einmal weiße Scheibe. Dann nehmen wir einmal Schleimziegel, einmal hier unten und dann einmal hier oben. Auf der anderen Seite das gleiche. Jetzt die Ziegelstufe. Die bauen wir jetzt komplett als Dach oben drauf. Jetzt werden wir von hier aus nach oben gehen. Da machen wir das Dach hier oben drauf. Dafür nehmen wir wieder Türkis-Keramik. Und da werden wir als erstes hier vor der grauen Keramik den Schleimziegel wegbasteln. Dann kommt das Graue da rein. Und so werden wir dann immer wieder das Dach damit schließen. Nachdem wir hier außen alles soweit fertig haben, außer das Logo, begeben wir uns jetzt einmal in unseren Dönerladen der Übergröße, Marke Play Sample. Aber wie ich schon sagte, das ist jetzt nicht normaler Dönerladen, das ist jetzt Mac Döner. So, wir gehen ins Mac Döner. Da habe ich jetzt hier schon einmal wieder eine Seite vorbereitet, damit ihr seht, wie es aussehen soll. Das ist einfach ganz einfach. Wir nehmen den Schlammziegel. Da brauchen wir einfach nur von hier aus einmal so runtergehen. Dann ziehen wir den einmal so entlang. Dann über das Fenster. Und dann brauchen wir nur noch die grauen Pfeiler einmal mit unserem Schleimziegel bedecken. Wir nehmen einmal glatten Quarzblock. Der kommt jetzt einmal auf den Schlammziegel. Und von hier aus werden wir dann einmal so die Decke komplett zubasteln. Ab hier machen wir jetzt komplett einmal alles zu. Tada! Und wir haben die Decke einmal zugebastelt. Dann nehmen wir einmal Kompostierer. Dann machen wir jetzt jeweils dort einen Kompostierer, hier und dort. Überall da, wo die Pfeiler... Gut, hier ist jetzt ein Dreier. Wie habe ich es da hinten gemacht? Okay, da habe ich es noch ein bisschen in die Ecke gemacht. Dann nehmen wir einmal Tropenblätter. 1, 2, 3. So, das sind dann einmal solche kleinen Bäumchen. Wir nehmen wieder Schlammziegel.
Dann einmal hier machen wir jetzt auch eine Verkleidung. Das heißt einmal so drüber. So. Dann einmal hier vor. So entlang. So. Und einmal so. Tada. Natürlich tun wir das noch ein bisschen stylen. Das heißt, wir machen das jetzt hier einmal viel gerade. So. Und dann würde ich sagen, machen wir auch diese Ecke komplett nach oben. Machen wir jetzt hier komplett einmal noch einmal die Tür bis nach oben hin zur Decke. Dann haben wir das. Und die Wand weiß ich noch nicht. Gleich kommt Hotdog, der hilft mir jetzt beim Ausbauen. So, das ist meine Zauberkiste. Und ich sage, wir brauchen Hotdog zum Ausbauen. Simsalabim, Hotdog ist da. Und der Hotdog ist bei uns. So, wir haben unseren McDonald's-Style fertig. Hier vorne, natürlich hier neben, das ist Hotdog. Er ist in der echten Welt gerade am Essen. Hat aber vorher hier noch mit dem Banner das McDonald's kreiert. Wenn ihr wissen wollt, wie man die Schrift auf dem Banner macht, ich habe unter dem Video den Link. Dann habe ich hier oben ein Döner kreiert. Hier seht ihr ja einmal 4 Blöcke, diagonal ein Block, dann hier wieder 4 Stück und dann einer. Ich habe hier, was habe ich hier genommen? Eichenholz. Aber ihr könnt ja selber, seht ja selber, das ist das Brötchen. Dann haben wir hier das Fleisch. Dann haben wir hier Tzatziki oder in Türkisch heißt das Jajik. Und dann haben wir hier einmal Salat. So, das ist das McDonald-Logo. Yeah! Okay, jetzt haben wir hier schon mal die Sitzgelegenheiten gebaut. Hier habe ich einmal, ihr seht ja, braune Möbel. Also da auch wieder Geschmackssache, kann jeder bauen, wie er will. Dann haben wir hier einmal einen Faden darunter und dann haben wir hier einmal mit dem Teppich den Tisch. Natürlich auch hier den Fuß. Das ist einmal eine Dorit-Mauer. So. Dann schauen wir uns mal Hotdog sein. Die Theke. So, die schauen wir uns mal ein bisschen an, was Hotdog gemacht hat. Also hier hat er ein paar Barhocker. Aber wie ich schon dachte, das ist jetzt nur so eine Idee, ne? Ihr könnt immer noch was bauen, wie ihr wollt, ne? Das ist jetzt nur eine Idee, wo ihr sagt, okay, mir fällt nichts ein. Dann könnt ihr das hier abgucken. Dann haben wir hier, was ist das? Kessel mit verschiedenen Sachen drin. Das Grüne, was ist das denn für eine Soße? Wie hast du dieses Grüne gemacht? Ist das ein gewisser Trick oder ist das ein Getränk, den es gibt in Wirklichkeit? Ich habe Zaubertränke genommen, sage ich mal. Ah, das weiße hier, das ist Schnee, Lava und damit das ein bisschen bunter ist, habe ich nicht Wasser gefärbt, sondern einfach Zaubertränke genommen, damit das noch so ein bisschen besser blubbert. Zaubergetränk, warte mal, jetzt gucken wir mal. Zaubergetränk. Wo seht ihr denn die Farbe? Ach da, das ist jetzt... Okay, das ist jetzt... okay, hier ist grün. Teste ich jetzt mal. So, das mache ich jetzt hier rein. Yo, tada! Und wir haben eine grüne Suppe. Guter Tipp von Hotdog. Alles von mir lernst, ne? Wahnsinn. Da sagen wir alle natürlich wieder Dankeschön, Hotdog. Bitte schön. Jetzt geht's weiter. So, wir haben jetzt hier einmal Getränkeautomat. Sehe ich richtig, ne? Ja. Dann haben wir hier, okay, das ist das Logo, McDonald's. Dann haben wir hier einmal den Dönerspieß. Dann hier die Theke. Okay. Wie ich schon sagte, das sind einfach nur so Ideen und ihr könnt euch das dann abgucken oder noch was dazu bauen oder eigene Sachen bauen. Ne? Nur damit ihr wisst, was sollen wir da reinbauen, damit das nicht so leer aussieht. Und jetzt ist wieder die Frage, was gehört in einen Dönerladen definitiv mit rein? Weiß keiner. Was kann man nicht verzichten? Soße. Nein. Salat. Ich such noch die Baumaterialien raus. Bis dahin darfst du warten. Okay, was nicht fehlen darf. Was auf den Döner draufkommt oder was den Dönerladen braucht? Was der Dönerladen braucht. Was ich gerade hier vor dir baue. Was das ist. Backofen? Nein. Kartoffel. Ja, was macht man aus Kartoffeln? Ach, das ist eine Pommesfritteuse. Wie soll ich das denn erkennen? Guck mal, du kommst ja rein in den Dönerladen. Hier kannst du dir, sag ich mal, erstmal sagen, so, was willst du alles auf dem Döner haben? Dann gehst du hier mit rüber, dann legt er dir den vor der Nase auf zurecht. Ja. Und dann kriegst du hier und dann kannst du an die Seite gehen und essen. Und kannst dabei noch zugucken, wenn der nächste kommt, wie der Döner gemacht wird. Also richtig Live-Unterhaltung, was du hier hast. Ja, super. Dann haben wir jetzt unser Dönerladen, du wirst fertig. So sieht Play Sample Hotdog Style Dönerladen aus.
Es sollte ein Dönerladen werden, aber es ist McDöner geworden. Der McDöner. Also hier kriegt man schnell einen Döner. Ja. So, dann sage ich natürlich wieder Danke an Hotdog. Er hat uns wieder sehr geholfen. Ne? Immer wieder gern. Ja. Und wir sehen uns dann wieder bei. Bei Santa. Genau.